Hallo, mein Name ist Nikolai Alexander. Ich habe eine weitere Info zu der Sache mit Pussy Riot. Zu dem letzten Video ist auf jeden Fall noch ein Nachspiel fällig und es gibt durchaus noch ein paar interessante, erwähnenswerte Dinge. Aber diese Information hier ist so brisant und aufschlussreich, dass sie es auf jeden Fall verdient, extra in einem eigenen Video besprochen zu werden, damit sie nicht in einem längeren Video untergeht. Und zwar wurde mir gezeigt ein YouTube-Video, in dem eine russische Fernsehsendung aufgezeichnet wurde, in dem dieses Thema behandelt und besprochen wurde. Den Link zum Video findet ihr in der Beschreibung. Es ist komplett in Russisch. Ich weiß auch nicht, wie das Video heißt. Ich verstehe kein Russisch, aber ich habe jemanden, der mir Teile davon übersetzt hat. Und genau in der Minute 20 dieses Videos wird auf einen Zeitungsartikel eingegangen aus der Komsomolskaja Pravda. Und in diesem Artikel steht, dass bestimmten Personen, Prominenten, Politikern und so weiter, genaueres ist natürlich nicht bekannt, wurden 100.000 Dollar angeboten, wenn sie sich positiv zu Pussy Riot äußern oder wenn sie Pussy Riot unterstützen. Und das Interessante ist, das Ganze lief über die Firma Bell Pottinger. Also Bell Pottinger hat sich an die entsprechenden Prominenten oder Politiker gewandt und ihnen 100.000 Dollar angeboten, dass sie öffentlich Unterstützung für Pussy Riot bekunden. Im englischsprachigen Wikipedia-Artikel über die Bell Pottinger Group ist nachzulesen, dass es sich um einen britischen Konzern handelt, der spezialisiert ist auf Public Relations, also Öffentlichkeitsarbeit und Marketing. Diese Firma bietet verschiedene Dienstleistungen an, zum Beispiel Lobbying, das Schreiben von Reden, Suchmaschinenoptimierung bzw. Suchmaschinenmanipulation, aber dazu kommen wir gleich noch. Und ja, das Ausbessern von Wikipedia-Artikeln, um es mal euphemistisch zu formulieren. Den Link zum Wikipedia-Artikel findet ihr in der Beschreibung. Das Interessante ist, dass diese Bell Pottinger Group vor einem Jahr aufgeflogen ist, im Jahr 2011. Da hat sich ein Reporter an diese Firma gewandt und sich unterhalten. Es gab halt ein Beratungsgespräch und anscheinend gab er sich als ein Repräsentant von Usbekistan aus und er sagte: Unser Präsident ist unzufrieden mit seinem Wikipedia-Artikel und dem Artikel über die usbekische Regierung. Und der Mitarbeiter von Bell Pottinger erklärte dann: Kein Problem, wir beherrschen alle Arten von dunklen Künsten. Und erläuterte dann ein Beispiel, als eine andere Firma an sie herantrat und mitteilte, dass, wenn man den Namen der Firma googelt, auf den ersten 20 Seiten Ergebnisse auftauchen, die man eigentlich nicht haben möchte, die ein negatives Licht irgendwie auf die Firma werfen. Und dann hat man erklärt, nach 3 Monaten war davon nichts mehr zu finden auf den ersten 20 Seiten. Und wie macht man das? Man schaut, dass die negativen oder die kritischen Berichte nach unten rutschen, indem man das Internet überflutet mit positiven Berichten oder positiven Artikeln. Dazu werden Blogs eingerichtet, die angeblich unabhängig sind. Auf diesen Blogs werden dann positive Dinge geschrieben mit entsprechende Keywords, also Schlüsselwörter werden eingesetzt, die beliebt sind. Sie haben ein Team, mit dem sie Wikipedia-Einträge bearbeiten. Die hatten einen ganzen Haufen Nutzerkonten, womit sie Wikipedia-Artikel manipuliert haben oder bearbeitet haben. Und so betreiben die eben Öffentlichkeitsarbeit, manipulieren Wikipedia, manipulieren Google, allgemein Suchmaschinen, indem sie Fake-Blogs erstellen, Fake-Accounts erstellen und so weiter und so fort. Wenn ihr mehr über diesen Vorfall erfahren möchtet, findet ihr einen Link zu einem Artikel aus der Zeit in der Beschreibung und einen Link zu einem Artikel im Independent. Und diese Agentur also, Bell Pottinger, deren Beruf es ist oder deren Branche es ist, zu lügen, zu manipulieren, Fakten zu verdrehen oder zu verschleiern, die wurden eben beauftragt, einen Transfer durchzuführen und an prominente Politiker vermutlich 100.000 Dollar zu zahlen, wenn diese dann
in der Öffentlichkeit ihre Unterstützung für Pussy Riot bekunden. Von wem diese Unsummen an Geld kommen oder stammen, wissen wir nicht. An wen sie gingen, wissen wir nicht. Es wurde alles diskret gehalten oder wird jetzt wohl diskret gehalten, weil das war natürlich eine peinliche Schlappe vor einem Jahr, aber es ist dann doch durchgesickert. Ich versuche mal rauszufinden, woher dieser Geldstrom kommt. Es gibt da die ein oder andere Spur, aber dazu dann mehr im nächsten Video. Ich hoffe, einige sind jetzt endlich mal aus ihrem Dornröschenschlaf erwacht und haben verstanden, wie die Welt funktioniert und dass nicht alles so ist, wie es auf den ersten Blick scheint und dass man die Dinge hinterfragen muss, dass es Agenturen gibt, Firmen gibt, die bezahlt werden, um der Biomasse eine bestimmte Meinung einzuprägen, ein bestimmtes Denkmuster einzupflanzen. Die sollen nicht selber denken, die Leute, die sollen eine bestimmte Meinung annehmen. Und welche Meinung die Menschen haben, welches Denkmuster ihnen eingepflanzt wird, das wird selbstverständlich nicht dem Zufall überlassen. Das wird gesteuert. Diejenigen, die sich das leisten können, verbreiten ihren Standpunkt, verbreiten ihre Meinung in ganz großem Stil und die einfachen, ungebildeten, dummen, naiven Menschen nehmen das einfach so an. Man hat es zum Beispiel an der Geschichte mit dem Kony-Video gesehen, das wurde über Nacht viral, aber das war ein so massiver und durchschlagender Erfolg mit diesem Video, dass man sofort gemerkt hat, da ist irgendetwas faul, das kann kein Zufall sein. Und das hatte auch etwas damit zu tun, dass ganz viele Prominente in den Vereinigten Staaten, wie Lady Gaga und Justin Bieber, wenn ich mich recht erinnere, dieses Video gepostet oder verbreitet haben. Viele Politiker und Prominente haben das unterstützt. Und hier bei Pussy Riot haben wir genau den gleichen Fall, dass viele Prominente, wie zum Beispiel Madonna und andere, ihre Unterstützung bekundet haben. Und durch diese Vorgänge wird mir auch so langsam klar, warum wir einfachen Menschen das Internet haben. Weil ich dachte ursprünglich, das ist ja ein großer Vorteil für uns. Wir können uns frei verständigen, ich kann verschiedenste Informationen mit verschiedensten Menschen teilen und habe Zugang zu Informationen, den ich sonst nie hatte, im Fernsehen nicht, im Radio nicht, in der Zeitung nicht. Nur die Kehrseite der Medaille ist, dass 90% der restlichen Menschen nicht alternative Kanäle nutzen, um sich zu informieren. Nein, die googeln alle etwas und sehen sich den Wikipedia-Artikel an und somit wurde das Internet wirklich zu einem Propagandaapparat durch diese Firmen, durch Suchmaschinenmanipulation, durch Manipulation von Wikipedia kann ich die Informationen, die zu einem Thema bereitstehen, gleichschalten. Ja? Und obwohl die Menschen theoretisch Zugang zu Millionen verschiedenster Quellen haben, greifen letztendlich die allermeisten doch nur auf ein, zwei, drei bestimmte Quellen zu. Und ich muss nur diese Quellen gleichschalten. Und schon haben fast alle die gleiche Meinung. So. Und dafür ist das Internet da, denke ich. Ich hab's schon länger in Zweifel gezogen. Mittlerweile bin ich mir aber sicher, dass Pussy Riot auf gar keinen Fall eine autonome Gruppe ist, aus verschiedenen Gründen. Diese ganze Entwicklung dieses Falls, sieht nicht natürlich aus. Das kann nicht Zufall sein, meiner Ansicht nach. Macht euch eure eigenen Gedanken dazu, aber achtet auf die Männer hinter dem Vorhang. Und damit können wir auseinandergehen.